Ja, hallo, willkommen zur 50. Folge Urgeschmack TV. Ja, wir sind bei der 50 angekommen. Ich tue mich aber trotzdem ein bisschen schwer, so ein Jubiläum zu feiern, denn für mich ist es nur ein Punkt entfernt sozusagen von der 49 oder der 51. Trotzdem ist heute ein bisschen was Besonderes, nämlich einen Blick hinter die Kulissen. Ich hatte ja schon das ein oder andere Mal angedeutet, dass ich an einem neuen Buch arbeite, an einem neuen Urgeschmack-Buch. Und diesmal geht es anders als in den vorigen beiden Büchern nicht nur um Rezepte und ein paar Hintergrundinformationen, sondern es wird zu wenigstens einem Drittel aus weiterführenden Informationen bestehen. Tipps, Hinweise, konkrete Fälle, wie man vielleicht in der Küche noch einige Dinge verbessern kann, vereinfachen kann. Denn es geht weiterhin darum, natürlich diese Ernährungsform nicht einfach nur vorzustellen, sondern möglichst praktikabel darzulegen. Und dazu gehört oft eben auch Dinge möglichst einfach und schnell zuzubereiten. Es ist natürlich durchaus wichtig, seine Ernährung mehr als 3 mal 5 Minuten täglich zukommen zu lassen, in denen dann vielleicht irgendein Fertiggericht in die Mikrowelle gestellt und dann eilig ausgelöffelt wird. Aber trotzdem hat nicht jeder ganz so viel Zeit oder möchte einfach nicht ganz so viel Zeit investieren in die Ernährung. Und da gibt es eben viele Tipps dazu, wie man das alles stark vereinfachen kann. Worum es da im Detail dann noch geht, kann ich noch gar nicht so genau sagen, denn da arbeite ich noch dran. Das wird sich alles noch entscheiden. Das hier ist also so eine Art Making-of sozusagen. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten auch mal wieder fortgesetzt, um einfach einen kleinen Einblick zu geben in die Arbeit, die das Ganze bedeutet. Denn ich mache das wieder alles komplett selbst. Das heißt, ich muss die Texte schreiben, natürlich die Rezepte schreiben, mir ausdenken. Erarbeiten, denn so ein Rezept geht natürlich auch mal schief bei der Erstellung. Ich muss die Fotos machen dafür, ich muss die Informationen recherchieren, ich muss das Cover gestalten, den Umschlag sozusagen gestalten, mich um die Pressegeschichten kümmern. Das ist alles eine Menge Arbeit und das wird in den nächsten Monaten ja zu erledigen sein. Und da gebe ich dann ab und zu mal ein Update. Wann das Buch rauskommt, steht auch noch nicht so ganz fest. Es wird wohl im Herbst kommen. Aber auch davor stehen eben noch einige Hürden. Das Ding geht zu einem Lektor, das muss alles gegengelesen und korrigiert werden gegebenenfalls. Das Layout ist auch recht aufwendig. Das wird diesmal komplett neu erstellt von mir. Und ich denke mal, 3, 4 Monate wird das noch dauern. Wir werden uns also auf den August oder September einstellen, wo das Buch dann rauskommt. Und in den nächsten Wochen kann man sich ja den Fortschritt dann auch anschauen. Es wird auch natürlich wieder eine Leseprobe geben und eine spezielle Auflage, eine besondere Auflage, eine limitierte Auflage, wie man ja auch gerne sagt, dieses Buchs, das man erstehen kann. Übrigens wird man wesentlich mehr darüber erfahren, über diese limitierte Auflage oder den Verkauf, wenn man den Nahrungsjäger-Newsletter abonniert. Der ist hier, mal gucken, ob ich das jetzt finde, hier auf der linken Seite, nein, auf der rechten Seite, auf der Homepage, etwas weiter unten, gibt es ein Feld, da kann man seine E-Mail-Adresse eintragen. Keine Angst. Die Adresse wird nicht verkauft, das wird alles über den Mailchimp, den sogenannten, erledigt. Das ist ein ganz sauberes System. Man kann sich da eintragen, jederzeit wieder austragen. Der Newsletter wird höchstens alle paar Wochen versendet, aber da ich da nicht mal zu komme, ist es eher so, dass er alle paar Monate versendet wird. Aber wenn man dann eben eine limitierte Auflage unbedingt haben möchte und nicht leer ausgehen möchte, weil sie vielleicht schon ausverkauft ist, dann kann man diesen Newsletter abonnieren und bekommt mit ziemlicher Sicherheit so eine Ausgabe. Das war's auch erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.